Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht in Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs Ringkrieg. Endlich funktioniert das mit der Aufnahme, ich habe jetzt fünfmal das Intro gemacht. Und zum Glück immer nachgeschaut, weil der hat nie aufgenommen. Also wie ihr leider, gut ihr könnt es jetzt nicht sehen, das ist jetzt kein Beweis, aber ich konnte es sehen. Auch wenn es nervt, wenn ich während der Aufnahme immer hin und her switch und dann der Ton mal kurz weg ist und das Standbild. Es ist unglaublich wichtig, dass ich überprüfe, ob ich wirklich am Aufnehmen bin. So, jetzt schaut aber alles gut aus. Also denke ich mal, dass es passt. Sehen wir mal weiter. Hier müssen wir noch verteidigen. Das dürfte nicht allzu schwer werden. Ja gut, mit den Reitern. Mal gucken. Er hat auch vermutlich ein End dabei. Die Karte ist auch ziemlicher Mist. Hügelgräberhöhen. Höhen? Höhen. Nicht Höhen. Höhen. Aber was will man machen? So ist es nun mal und gut ist. Also. Aber da geben wir jetzt einfach unser Bestes und dann passt es. Menschenfleisch. Ich weiß nicht, wo er Menschenfleisch riecht. Hier gibt es nämlich nur Elben. Aber wie auch immer. So, erstmal die ganzen Hotkeys wieder lernen. So. Sehr schön. Also, wir gehen jetzt ein bisschen rum. Genau, da können wir. Das können wir uns auch holen. Sehr schön. Ach, super. Das wird jetzt natürlich sehr problematisch. Oh ja, das wird sehr problematisch. Huhu! Oh je. Yeah. Wo ist der denn? Ah, rette dich! So. Aber es geht. Ich glaube, ich kann das verteidigen. Weil Lanzenträger so unglaublich gut gegen Reiter sind. Ach du Heilige, ja, die müssen weg hier. Los, macht's kaputt. Idiot. Okay, das war schon sehr teuer für ihn. Sehr gut für mich. Freut mich. Urux! Schluss mit dem Gequatsche. Ja genau, arbeitet an eurer Einstellung. So schaut's aus. Der Turm ist jetzt ziemlich random, aber ich lasse ihn trotzdem da stehen. Ist wurscht. Ja, wo auch immer er das riecht. Ich weiß es nicht. Nochmal ganz kurz gucken, ob alles passt. Da bin ich jetzt echt nervös. Ja, es sieht aber gut aus. Okay. Das muss leider sein, sorry. Ich habe nur diese Möglichkeit, es so zu machen, wie ich es machen kann. Wenn ich mit YouTube fett dick Kohle verdienen würde. Wenn, ne, was nicht der Fall ist. Dann würde ich mir vielleicht sogar mal irgendwann einen zweiten Bildschirm kaufen. Das wäre echt praktisch. Also ich sehe es ein, dass es wirklich praktisch ist. So allerdings, naja. Ja, Saruman wird dir da nicht viel helfen, ne? Das ist das Problem. Das ist das Problem. Saruman hilft dir da ziemlich bis gar nicht. Ist der End tot? Ja, der End ist tot. Sehr schön. Ja, da stirbt er bloß. Das hat keinen Wert. Irgendwo müssen sie sein. Hier. Perfekt. Ah, Reiter haben sie auch. Oh oh. Die machen so einiges, das ist das Problem. Ah, ich kann hier in das Türmchen rein. Das ist eine sehr gute Idee. So, wo machen die was?
Das ist jetzt doof, denn der Turm wird einfach kaputt gemacht. Wie blöd. Okay. Das ist nicht gut. Das muss ich mir aber gleich wiederholen. Das geht so ja mal gar nicht. Das hole ich mir auch gleich wieder. Ah, das ist jetzt nützlich. Wenn der direkt hier steht... Jetzt ist er unsichtbar, jetzt lebt er wieder. Ja, der ist tot. Hier oben kann auch nicht so viel ausbilden. Oh oh, die müssen zuerst weg. Also die werden wahrscheinlich alle sterben, aber das ist halt jetzt so. Das wird mit der Zeit schwierig. Vor allem, wenn die da oben dann Schmelzöfen angreifen und. Was ein Mist. So, dann bauen wir hier jetzt mal eine zweite Urukgrube. Das hat er verteidigt. Ist halt, ja, irgendwo hat er ein Gasthaus. Ich muss das Gasthaus finden und zerstören. Wo ist es denn? Wo ist auf dieser Karte das Gasthaus? Da, ich hab's gefunden. Da muss ich hin. So, dieser gezüchtete Irre. Der wird mir jetzt ein bisschen helfen. Okay. Na, mal schauen. Das wird schon irgendwie. Irgendwie wird das schon. So, vielleicht. Ah, nee. Eine Rüstkammer, das macht Sinn. So. Ob das jetzt viel bringt, weiß ich nicht. Ich werde es sehen. Ich werde es sehen. Ja, da ist nicht viel mit Bäumen. Hier so ein bisschen, aber halt auch nicht sehr viel. So. Schauen wir mal. Ja, die machen da aber gut Schaden. Also wenn ich die Kaserne zerstören kann, dann hilft mir das schon, ne? Ja, sehr schön. War gar nicht so schlecht. War nicht super, aber auch gar nicht schlecht. Das muss ich mir aber unbedingt holen. Ganz wichtig. So. Da konnte ich mal bauen. Ja. Okay. Ah, da ist ein Ding kaputt. Sehr schön. Ihr habt das Gebäude. Na gut, da muss ich jetzt halt gucken, wie ich das hier am besten mache, ne? So. Ja, das sehen wir schon. Mit der Zeit wird das schon werden. Das tut weh. Aber na gut. Ja, das ist halt doof. Da hat es ein Grabunholdlager. Bauen wir nochmal sowas hier. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen rumgespamme. Aber was will ich machen? So, die Tines müssen weg. Das ist sehr böse. Aber irgendwie klar, der kann ja nichts anderes ausbilden. Ne? Ohne Kaserne ist halt schwierig. So.
Da warte ich jetzt, bis ich den Wächter rufen kann. Und dann sehen wir schon. Oder die Reiter sterben einfach so. Das ist auch nicht schlecht. So. Na los. Okay. Das ist sehr gut. Feuerpfeile sind sehr gut. Das ist nämlich eins meiner Lieblings-Upgrades. Sehr mächtig. Da wütet der Wächter noch ein bisschen. Darf er auch. So. Was haben sie da? Ah, ein böser Turm. Na, ja, schauen wir mal. Ob und wie wir hier was schaffen. Lol. Spießt sie auf wie Schweine, das machen wir doch. Da haben wir auch schon unser Codewort, Schweinebraten. Yay! Ist doch nicht schlecht. Ja, die können ja angreifen, wo und was sie wollen, aber sie sind tot. Besiegt. GG, Nori, auf Wiedersehen. Sehr schön. Ah, das war doch gar nicht so schlecht. Das war doch gar nicht so schlecht. Schick. Sehr schick. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.